Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horus, meine lieben Leute. Und es gibt so viel Neues, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss euch gestehen, ich war ein bisschen böse. Des Weiteren habe ich 73 neue Nachrichten. Wobei ich heute mal die ganzen Freundschaftsanfragen, glaube ich, alle mal löschen könnte. Die sind nämlich ziemlich alle beantwortet. Und die nimmt er, glaube ich... Nee, die nimmt er gar nicht als neue Mails wahr. Die könnt ihr gar mal löschen, ansonsten muss ich wieder Post verlesen. Da sind auch bestimmt noch ein paar Decksprünge dabei, die ihr wollt. Eins dürfte euch aufgefallen sein, ich habe kein Geld mehr. Wir brauchen unbedingt Geld, wir brauchen Kohle, wir brauchen Kohle, wir brauchen Kohle. Ja, willkommen im Reitzentrum Pecorino. Es befindet sich im Wald, ne? Das solltet ihr schon gesehen haben. Das Reitzentrum Pecorino bietet euch 21 Boxen momentan mit zwei leeren Boxen. Ich guck mal, ob hier schon noch eine fertig ist in meiner Werkstatt. Jawohl, die bauen wir gleich mal an und dann können wir auch gleich wieder eine neue in Produktion geben. Ich produziere momentan Boxen ohne Ende. Wenn ihr Bock habt, stellt eure Pferdchen einfach unter. Ich versuche sie auch maximal zu versorgen. Wir werden jetzt Folgendes machen. Damit ich euch ein möglichst geiles Reitzentrum bereitstellen kann und ich möchte ja für euch auch Ponys bereitstellen, die ihr kaufen könnt oder die ihr züchten könnt, weil ich habe schon wieder so viel Deckangebot und alles, das ist so viel, was ich da momentan krieg. Ich habe auch schon ein paar Pferde von euch gekauft, ihr habt es vielleicht gesehen. Ich habe hier schon ein bisschen zugeschlagen. Vielen Dank nochmal an alle, die mir ihre Pferde zur Verfügung stellen. Aber ich kann natürlich nicht alle kaufen, weil ich dafür kein Geld habe. Ich will ja alle kaufen. Aber wenn ihr euch jetzt mal anschaut, was ich schon gekauft habe und was da noch an Käufen für mich reserviert ist, da werde ich arm, das werde ich nicht alles schaffen, ne? Und wir haben noch eine Seite, das kriege ich nicht alles hin, also ich will's, ich krieg's schon hin, aber es dauert halt ein bisschen, guck mal hier, es sind so viele Pferde, die ich auf jeden Fall haben will, die dann auch wieder weitergehen an euch, wir machen Verlosungen, vielleicht kriege ich da auch nochmal ein bisschen Kohle rein, dass Leute, die ein bisschen Kohle haben, da wirklich ein Pferd verlosen oder kaufen wollen, damit ich auch wieder eure kaufen kann. Ich habe jetzt mal den, was habe ich denn? Die Einsteller, glaube ich, sind auf 30 pro Tag. Das ist relativ ein Minimum. 20 ist das kleinste, also das billigste. Vielleicht mache ich das mal höher, aber ich weiß ja, dass ihr auch nicht so viel Kohle habt. Also will ich es jetzt mal nicht so krass teuer machen. Ich erhöhe das jetzt mal vielleicht auf 50. Und dann könnt ihr da auf jeden Fall eure Pferde reinstellen. Ich habe einfach keine Kohle, um mir das jetzt alles anzuschaffen, weil ich brauche auch die ganzen Felder und sowas. Weil momentan habe ich Grünfutter eingestellt. Ich muss nur mal mehr, genau 1800 Hafer drin haben. Meine Wiesen brauchen noch ein bisschen, bis sie fertig sind. Das ist ja, das dauert ja alles immer ein bisschen. Weil ich brauche auch für die vielen Boxen dann wieder viel Weide und hier den Anbau. Das dauert natürlich auch immer noch ein bisschen. Da habe ich noch Karottensamen, obwohl gar nicht mehr das Wetter dafür da ist. Ja, meine Lieben, was gibt's noch? Reitzentrum Pecorino, ich versuche da immer möglichst viele Boxen freizuschaffen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kacke, aber vielleicht kann man auch, wenn man sagt, ich will auf jeden Fall eine Box bei dir und ich bin auch da bereit dafür so und so viel zu zahlen, kann ich euch natürlich auch was reservieren. Weil ich brauche die Kohle, ne, damit wir was Größeres machen können. Ich will es ja ein bisschen schneller vorantreiben. So, wir müssen nochmal gucken. Ich habe das noch nicht so ganz, also wie gesagt, das ist noch alles relativ am Anfang. Ich blicke da noch nicht so ganz durch. Ich muss mich da nochmal ein bisschen damit zurechtfinden. Oh, eine Karotte. Geil, eine Karotte. Auf jeden Fall sind die Boxen auch schon, glaube ich, bis auf drei voll. Da sind auf jeden Fall schon auch Pferde von den Charakteren drin. Ich will euch noch das ganze Zeug alles bereitstellen, aber wie gesagt, das soweit bin ich noch nicht, weil ich es mir nicht leisten kann. Was für mich eine faire Art wäre, an ein bisschen Kohle zu kommen, ist meine Pferde, also meine eigenen Züchten zu versteigern. Wie zum Beispiel hier, ich habe jetzt den Affix, Peckys Brut, also nur diese Affix sind auch wirklich meine eigenen Pferde. Es gibt dann noch die Affixe, die ich dann halt habe in den anderen drin, hier wie zum Beispiel die liebe Salz, macht eben hier diesen Affix rein für Pecky. Das ist schon sehr geil, weil dann kann ich auch wieder damit, also damit ihr wisst, welche die offiziellen Affixe sind. Zum Beispiel das wäre auch wieder offiziell, weil das eine Kreuzung aus Salz und meinen ist. Ne? Also nach sowas dann Ausschau halten. Ansonsten, wenn ihr einen reinrassigen Pecky wollt, ist es dann Peckys Brut. Und
Ich will die schon ein bisschen trainieren. Ich will die nicht einfach so verkaufen. Aber jetzt zum Beispiel habe ich hier eben den, die Millie, die, wo ist denn das mit der, genau, das ist eben hier von High Hawk, das auch von Salz ist. Das ist hier so ein Nakota-Tinker-Mix. Da ist, glaube ich, ein Nakota rausgekommen, genau. Da ist halt ein bisschen Tinker drin, Tinker-Mama. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die versteigern kann. Wenn ich jetzt mal schau. Auktionen. Ein Pferd verkaufen. Ja, siehst du, ich könnte sie noch gar nicht verkaufen. Das heißt, ich könnte. Doch, Millie, ich kann sogar Millie verkaufen. Das ist aber kein reinrassiger Pecky. Ich verkaufe jetzt mal Belly. Belly ist reinrassig. Und wir machen eine Auktion draus. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit für mich, so ein bisschen Kohle von euch zu bekommen. Und der Ausgangspreis für mein Pferd ist, steht 3 Tage zum Verkauf. Da müsste ich natürlich die Folge jetzt dann demnächst hochladen, also spätestens morgen. Mache ich das Anfangsgebot mal auf 2000. Und, oder machen wir mal 1000. Vielleicht, wenn es keiner haben will, dann könnt ihr es ja trotzdem kaufen. Und dann machen wir das mal. Das ist jetzt natürlich blöd, wenn die Folge einen Tag später kommt. Aber es sind 3 Tage drin und vielleicht steigert sich ja jemand hoch oder so. Ja? Wer weiß. Auf jeden Fall packen wir die da mal rein. Und die hat auch auf jeden Fall den richtigen Affix. Also wen das interessiert, ihr könnt auch meine eigenen Züchtungen oder meine Züchtungen aus den verschiedenen Pferden, die ich halt jetzt besitze. Wie gesagt, ich habe ja schon was gekauft. Und was ich jetzt, der Plan, den ich mir dabei denke, ist, je mehr Pferde ich wieder von euch kaufen kann durch das Geld, was ich habe, dadurch verdient ja ihr was, weil ihr eure Pferde los seid und dafür Geld kriegt. Und je mehr Geld ich habe, desto mehr Geld kann ich euch natürlich auch dafür zahlen. Und vielleicht, wenn ich dann eine Züchtung von euch habe, also halt ein Pferd von euch und die mit meinen züchte, dann haben wir ja auch eine Art Peckys Brut, wo aber dann von euch was drin hängt. Und dann könnt ihr es rückkaufen oder auch nicht, wie auch immer. Und man kann es halt so versteigern und daraus dann so einen Kreislauf machen, dass wir halt dann noch größer züchten und können, weil das ist ja alles so eine Geldfrage. Ja, wir werden es testen, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Da bin ich noch nicht so ganz drin. Es ist, glaube ich, ich bin nicht sicher, ob man sich dafür entscheiden sollte. Macht man entweder Zucht oder macht man Reitzentrum? Vielleicht ist beides auch einfach schwierig zu organisieren, aber ich möchte halt schon gern beides haben. Ich möchte auch ein schönes Reitzentrum haben, wo ihr dann eure Pferde reinstellen könnt. Ich denke mir mal, dass es auch einfach dauert, bis man das Reitzentrum so groß machen kann, weil ich kann ja zum Beispiel gar keine Box mehr kaufen, weil ich das Maximale erreicht habe. Du kannst keine weitere Box kaufen, da das Limit von der Box 2 Tage jetzt 2 Tage Mitgliedschaft überschreitest. Und da ist vielleicht so ein bisschen so ein Limit gesetzt, aber dann kann ich die Boxen zumindest besser ausstatten, kann mir weitere Werkstätten kaufen, größere Wiesen, lauter so ein Gedöns. Und dadurch können wir halt da ein bisschen weitermachen. Jetzt gucken wir mal, was meine Pferde so hergeben. Ich habe, glaube ich, auch schon für, da könnte ich mir noch mal, wen kaufe ich denn noch? Warte mal, wir könnten nur noch mal Pferde kaufen. Damit das mal wieder ein bisschen weniger wird hier, suchen wir uns hier nochmal random jemanden aus. Wer wäre nochmal ganz nett? Leistung, Fähigkeit 0. Gene. Keine Gegenstände. Wen haben wir denn hier? Göttlich. Boah, das ist doch so eklig mit seinen 6 Beinen, oder? Das ist echt krank, ey. Wie geht denn das? Das sieht echt krank aus, ey. Sieht richtig krank aus. Kann das was? Also macht es dann was? Ah, und ich sollte ja irgendwelche Wettbewerbe machen. Die Juli hat das, glaube ich, gesagt, dass ich mit mit Falcon's Call, glaube ich, soll ich auf das Barrel Racing, glaube ich, sollte ich.
gucken. Ich hätte gern nochmal einen reinrassigen. Jetzt Belly kann ich nicht von Peter decken lassen. Das wäre ja Inzucht. Aber Tinker könnte ich decken lassen. Jetzt, was haben wir denn hier für Angebote? Maxi, Paul, Shaggy, Jesse James, Gary und Big Boy. Schau mal rein, wen wir da so haben. Maxi, auch ein Tinker. Das ist sehr cool. Von der lieben Nadi. Dann haben wir von Müsli auch nochmal einen Tinker. Super gut. Also werden alles reinrassige. Oh, die Lunala hat hier auch nochmal einen super Tinker. Shaggy, der ist natürlich ganz geil. Was haben wir hier? 9087. Ein Lusitano. Ja, das finde ich jetzt gerade nicht so interessant, aber der hat geile Fähigkeiten. Aber der wäre was für einen Friesen oder so, da so eine Kreuzung zu machen. Genau, und hier haben wir noch den Angebot von Gary, auch von der Lunala. Aber hat der nicht mir schon einen Decksprung gegeben? Habe ich das nicht schon angenommen? War da nicht schon was? War da nicht schon irgendwie was? Oder nee, war da noch nichts? Und hier von der Andrea, noch von Big Boy, auch ein Tinker, ist natürlich auch cool. Ja. Ich glaube, ich werde mich fast hier für Shaggy entscheiden. Oder ich decke, na, wir machen das anders. Wir machen, wenn Belly trächtig ist, kann ich sie, glaube ich, nicht verkaufen, oder? Wenn Tinkerbell trächtig ist, weil sonst würde ich Tinkerbell nochmal von Peter decken lassen, um ein reines Packykin zu kriegen. Und dann lasse ich jemanden anderen. Ach so, das kann ich ja nicht aussuchen. Welches Pferd von mir decken lasst, ne? Das müsstet ihr ja entscheiden. Weil wahrscheinlich für Belly habe ich keine Deckangebote von euch, oder? Jetzt steht sie ja sowieso zur Auktion, aber eher nicht. Da muss ich mal nochmal mit der Salz reden, ob ich dann die Pferde dann verkaufe.
von euch die Deckangebote, das werde ich dann auch noch machen. Ich muss bis hier gerade ein bisschen die ganzen Tabs schließen, sonst verliere ich hier wieder derb den Überblick. Und dann sind wir eh schon wieder bei 18 Minuten, Leute. Das ist ja krass. So schnell kann es gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.